Also dann herzlich willkommen bei unserem Workshop beziehungsweise einer Workshop-Reihe und zwar über das Thema Edelsteine. Ja, in Edelsteine investieren ist vielleicht für den einen oder anderen komplett neu und ich denke, es ist ein sehr, sehr spannendes Thema. Ich habe mich damit selbst halt auch schon länger jetzt beschäftigt und ja, durch den Thomas jetzt auch nochmal, ja, sag ich mal, vertieft damit beschäftigt. Und Thomas, du bist seit über 30 Jahren in der Branche tätig, richtig? Das ist richtig, ja, es sind 32 Jahre, genau. Genau, und ihr sitzt in Wien. Und beratet da Kunden in dem Bereich vor Ort, aber auch persönlich, richtig? Also per Telefon und. Also sowohl Telefon, Internet als auch international, also ob das jetzt USA, Singapur oder China ist, ja. Perfekt. Ja. Also ich denke, ein ganz, ganz spannendes Thema. Und wichtig ist ja immer, bevor man ja gegebenenfalls diversifiziert und eine Entscheidung trifft, dass man erstmal die Grundlagen versteht. Und dafür haben wir jetzt eben diese Workshop-Grundlagenreihe gestartet für im Juni. Ja, also wir haben drei Workshops. Heute starten wir halt wirklich mit den Basics. Was ist denn überhaupt ein Edelstein? Was macht ihn aus? Und da hat der Thomas einen sehr, sehr spannenden Vortrag auch vorbereitet. Der wird so ungefähr 40 Minuten gehen. Ja, dann würde ich sagen, starten wir mit der Präsentation, Thomas. Es geht natürlich um Investieren in Edelsteine. Und bevor man darüber nachdenkt, wie investiere ich, was investiere ich, wie langfristig investiere ich, wollen wir heute als ersten Teil der Reihe uns damit beschäftigen, was ist denn überhaupt ein Edelstein? Ja, das ist die offizielle Definition, die ihr hier seht. Ein Edelstein ist zuerst einmal ein Mineral. Mineralien kommen in der Natur breitflächig vor. Da gibt es zum Beispiel den Quarz, zu dem der Bergkristall gehört oder auch der Amethyst gehört. Da gibt es die Feldspäte, dazu gehört zum Beispiel der Mondstein und dann natürlich zum Beispiel die Korundgruppe, über die wir heute auch reden werden, wozu der Rubin gehört. Also ein Mineral, das einmal selten ist. Zweitens ein Mineral, das begehrt ist. Woraus leitet sich das ab? Naja, banal ausgedrückt, schön und funkelnd. Und dieses schön und funkelnd beschäftigt Menschen jetzt seit 6000 Jahren in der Literatur. Und natürlich, da könnte man auch dazu sagen, etwas, das selten und begehrt ist. Und zu guter Letzt ein Mineral, das hart ist. Darüber werden wir uns noch unterhalten. Warum? Man hat ja auch den Anspruch, dass der Stein nicht leicht zerstört wird. Weil wenn du ein Investment in Edelsteine machst, dann kannst du ja auf der einen Seite sagen, ich lege es in den Tresor oder ich habe es nur so einfach in einem Edelsteinbriefchen oder in einem Edelstein, in einer Edelsteinbox. Oder du kannst dein Investment selbstverständlich auch tragen. Wir haben drei Goldschmiede, die für uns arbeiten. Sergio und ich haben uns gerade zuvor unterhalten. Ich habe gerade zuvor einer Kundin einen schönen Gelbsaphir verkauft und die hat gesagt, lass mal einen Anhänger draus machen. Geht. Ja, früher, um ein bisschen Theorie zu machen, hat man gesagt, ein Edelstein ist jedes Mineral, das einen Härtegrad von 8, also Mohs-Härteskala und höher hat. Danach ist das eine sehr eingeschränkte Geschichte, weil das ist einerseits der Diamant, dann der Korund, die Korundgruppe mit Rubin und Saphir, die Berylgruppe, vor allem mit Smaragd und mit Aquamarin und Spinel und Topas. Damit wären wir fertig. Heute sagt man, also diese Definition von Edelstein, so Halbedelstein, die gibt es einfach nicht mehr. Da hat man sich schon vor ca. 15 Jahren darauf geeinigt, dass man das nicht mehr machen möchte. Und heute sagt man, Edelstein ist jeder Farbedelstein, unabhängig von der Härte, so wie der Diamant. Solange er eben selten ist, schön ist, also ist natürlich subjektiv, funkelnd ist, und die Härte spielt keine Rolle mehr. Und den Terminus Halbedelstein als solchen gibt es überhaupt nicht mehr. Das ist vorbei. Zur Kulturgeschichte. Die ältesten gefundenen Edelsteine in der geologischen Geschichte, also in der Erdgeschichte, sind circa 4,4 Milliarden Jahre alt. Das ist der Zirkon. Bitte nicht verwechseln mit Zirconia. Zirconia ist ein komplettes synthetisches Produkt, das Diamant substituiert. Zirkon ist ein echter Edelstein. Wir werden ihn dann später nochmal treffen bei den Behandlungen. Der zweitälteste Edelstein, den du finden kannst, ist der Diamant. Die ältesten Diamanten kommen aus Borneo. Dort sind sie circa 4,1 Milliarden Jahre alt. Nicht besonders schön, aber alter Diamant. Übrigens, der jüngste Diamant, den man finden kann, ist 1 Milliarde Jahre alt. Also ganz genau sind es 950 Millionen Jahre. Damit sind wir eben von 4,4 Milliarden Jahren in der Vergangenheit bis zu 17 Millionen Jahre zurück. Warum sage ich jetzt 17 Millionen Jahre?
Das waren die Erdfaltungen, die Errichtungen von Gebirgen, von zwei bestimmten, die wir alle gut kennen. Das ist einerseits der Himalaya und das sind andererseits die Alpen. Also alles, was da entstanden ist derzeit, ist circa 17 bis 31 Millionen Jahre alt. Das ist die Abfolge. Ich sage dazu immer, es gibt nichts, wo du der Erdgeschichte, dem Alter der Erde als Planeten so nahe kommen kannst, wie eben mit diesen Edelsteinen insgesamt. Naja, wir wissen jetzt alle, dass die Menschheitsgeschichte als Mensch, so irgendwo gibt es Schätzungen vor ein paar hunderttausend Jahren bis 80.000 Jahren beginnt. Der Edelstein selbst ist in der Menschheitsgeschichte etwa seit 6.000 Jahren verankert. Es gibt da immer wieder Literatur drüber. Es gibt die Legenden der Königin von Saba. Das ist das 10. Jahrhundert vor Christi. Tempelbau des Salomon. Das geht alles in diese Richtung. Und überall dort tauchen Edelsteine schon auf. Eine ganz prominente, sehr frühe Erwähnung in dem Bereich ist die Brustplatte des Hohepriesters im Alten Testament, der Bibel. Dort sind es nicht unbedingt Edelsteine, die wir heute noch als Edelstein bezeichnen würden, bei aller Liberalität. Da kommt zum Beispiel vor der Jaspis, da kommt vor der Lapis Lazuli, als einer der Steine für die einzelnen Völker Judas. Alles das gibt es nebeneinander. Aber das ist circa 6.000 Jahre zurück. Ja, also circa 2.000 Jahren kann man ungefähr sagen, also seit Mesopotamien, seit den Ägyptern, hatten alle Königs- und Kaiserhäuser der Erde Edelsteine. Der Grund ist immer der gleiche. Ich brauche etwas, das hochkonzentriert ist, das leicht transportabel ist und vor allem für schlechte Zeiten, wenn es mir schlecht geht, um damit überleben zu können. Natürlich auf der anderen Seite, Edelsteine wurden verwendet, um Machtanspruch zu demonstrieren. Ich weiß nicht, ob ihr das wisst, der Edelstein an sich wurde am Anfang nicht von der Frau getragen, sondern vom Mann. Das zieht sich rauf bis in den Barock, in die Barockzeit, 17. Jahrhundert, wo vor allem die mächtigen Männer riesige Ringe trugen, große Anhänger trugen, selbstverständlich die Kronen, das Zepter beim König und beim Kaiser, um eben zu demonstrieren, wie mächtig und gleichzeitig wie reich man ist. Ich selber habe mit meiner Firma auch eine eigene Tochterfirma gemeinsam mit der Familie Habsburg-Lothringen. Ihr wisst, das ist die Kaiserfamilie von Österreich, 680 Jahre regiert bei uns. Und diese Zusammenarbeit, wir haben eine eigene Schmucklinie mit ihnen, diese Zusammenarbeit kam dadurch zustande, dass bei einem Event Schandor Habsburg-Lothringen, das ist das Oberhaupt der toskanischen Linie, also direkter Nachfolger von Maria Theresia von Österreich, Katharina der Großen von Russland, Victoria von England, sich bei einem Event zu mir umgedreht hat und ich hatte nichts gesagt zu ihm vorher. Er hat sich einfach umgedreht und hat in mein Ohr geflüstert: Wissen Sie denn, wie oft Edelsteine meine Familie gerettet haben? Ich habe zu ihm gesagt: Würden Sie das dem TV auch in die Kamera sagen? Er hat gesagt: Ja, er hat das gemacht und aus dem Ganzen ist dann eine Zusammenarbeit entstanden. Das heißt, der Edelstein in der Kulturgeschichte ist uralt verankert. Er ist immer gesehen worden als bewegliche Geldanlage, weil man konnte einfach ein Kistchen anfüllen damit und damit auch gehen oder flüchten. Wenn man sich auch die Fluchten von Herrschern, auch Diktatoren anschaut, die hatten dann immer Edelsteine im Gepäck. Übrigens, kleiner Seitenschritt, der Diamond District in New York, also der Diamantenhandelsbezirk in New York, geht darauf zurück, dass die Juden, die noch flüchten konnten vor den Nazis, Diamanten nach New York mitgenommen haben. Aus dem hat sich ein eigener Handelszweig in New York entwickelt. Das ist kaum bekannt, die Geschichte. Also die Diamanten wurden eingenäht in Mantelsäume, wurden eingegossen in Kerzen, weil sie eben die Steine so schwer nach zu verfolgen sind, zu finden sind. Übrigens, bis heute kann die normale Röntgenanlage auf einem Flughafen die Edelsteine nicht entdecken. Sogar, also weder ein Rubin noch ein Diamanten. Das ist maximal ein leichter grauer Schatten. Wir probieren das regelmäßig aus rund um die Welt. Kann tatsächlich noch immer nicht entdeckt werden. Ja, und in der Neuzeit, die letzten 50 Jahre, erfreut sich der Edelstein jetzt eine Renaissance. Wir erleben das ganz, ganz stark. Also seitdem, ihr wisst ja alle, wertpapiertechnisch, im 19. Jahrhundert und im 20. Jahrhundert sind die Verbriefungen von der Aktie über die Anleihe hinüber zu irgendwelchen Zertifikaten ganz, ganz stark angestiegen. Und jetzt geht es gerade den anderen Weg. Jetzt geht es sehr, sehr stark retour in die Real Investments, in die alternativen Investments. Und ich war heute wirklich baß erstaunt. Ich habe heute die Nachrichten der österreichischen Nachrichtenagenturen gelesen und auf einmal steht da ein Artikel drinnen, die Notenbanken überlegen eine Rückkehr. Kein Backing, kein
zugrunde legend eigenen Währung mehr durch den Dollar, sondern auf einmal wieder durch Gold. Und das spüren wir auch ganz stark. Ich möchte jetzt zurückkommen auf die Kulturgeschichte. Die größte Nachfrage nach Edelsteinen kommt nicht aus Europa und den USA. Die größte Nachfrage kommt aus Asien. Wenn ich asiatische Kunden treffe, die schon ein Portfolio haben, andere Produkte, die diversifiziert sind, dann stellt sich dort nicht die Frage, hat diese Person Edelsteine, sondern es stellt sich die Frage, wie viele Edelsteine sie hat. Weil nämlich genau das die Idee ist, ich habe etwas, das klein ist, das beweglich ist, das ich mitnehmen kann. Vielleicht noch eine Geschichte dazu. Ich war in meinem Leben ungefähr bis jetzt 80 Mal in Indien. Indien ist ein ganz, ganz wichtiger Handelspunkt für Edelsteine. Mumbai, um es ganz genau zu sagen, für die Farbedelsteine, Mumbai und Jaipur. Und Surat, 6 Autostunden nördlich von Mumbai, für Diamanten. Und in Indien, die letzten 4000 Jahre des Hinduismus, ist es so, der Hinduismus ist ja relativ liberal immer gewesen und dort ist auch das Thema Scheidung zwischen Mann und Frau immer möglich gewesen. Also die Frau konnte den Mann verlassen. Es gab einen wichtigen Punkt dazu. Wenn die Frau sich scheiden ließ von ihrem Mann, dann durfte sie alles, was sie am Körper trug, mitnehmen. Es war ihres. Und daher auch die große Vorliebe aller Inder für Schmuck und Edelsteine. Das beginnt bei den Dalit, das sind die unterste Kaste, das sind die Müllsammler. Da beginnt die Frau zu sammeln, ihr Geld anzulegen in Weißblech, Armreifen. Wirklich ganz normales Weißblech, das als Armreifen getragen wird, hat einen bestimmten Wert, das sind 10 Rupien ungefähr. Und man weiß, man hat etwas am Arm, am Handgelenk. Wird die Familie oder die Frau etwas reicher, dann geht sie über von Weißblech zu Silber. Hat sie noch mehr Geld, geht sie von Silber zu Gold. Hat sie noch mehr Geld, dann geht sie von Gold auf Gold mit Edelsteinen. Und da gibt es dann die Frauen, die auf einmal am Armreifen an der Hand einen Armreif haben mit Rubinen, einen mit Saphiren, einen mit Smaragd, einen mit Diamanten, um einfach Geld zu speichern. Das heißt, der Edelstein ist uralt in der Kulturgeschichte verankert. Nur durch die Verbriefungen, die wir erlebt haben im 19. und 20. Jahrhundert, ist er etwas in den Rückzug gegangen. Das ist jetzt genau umgekehrt. Jetzt beginnt gerade die Renaissance und ich komme dann noch auf Punkte, woran man das auch in Europa und den USA ablesen kann derzeit. Machen wir einen anderen Sidestep. Wo kommen die Edelsteine her? Es gibt 3 große wichtige Fundgebiete. Das ist der Himalaya, beginnen in Burma, bei Burma im Osten hinüber bis Tadschikistan und Pakistan im Westen. Der Himalaya wurde aufgefaltet als Berg 17 bis 31 Millionen Jahre zurück. Der zweite große Fundort ist der ostafrikanische Grabenbruch. Ihr seht, das sind die vielen Kreise darunter, von oben Äthiopien hinunter über Namibia bis ganz hinunter nach Südafrika. Dort war ein riesiges Gebirge, das war wahrscheinlich höher als der Himalaya mit 11.000, 12.000 Metern. Dieses Gebirge existiert nicht mehr, es wurde von der Erde auseinandergezogen bei Tektonik, bei der Plattenverschiebung. Und deswegen haben wir dort heute den ostafrikanischen Grabenbruch mit dem Viktoriasee unter anderem. Wer jemals hinkommt, kann ich nur empfehlen. Wunderschöne Gegend, traumhaft schön. Dieses ganze Tal des Viktoria rauf runter. Und dort werden unglaublich viele Edelsteine gefunden. Also ich würde sagen, das ist heute mengenmäßig sicher der wichtigste Fundort, diese ganze ostafrikanische Grabenbruch aller Edelsteine. Und dann gibt es ein drittes Gebiet, das sind die Anden. Südamerika. Auch dort haben wir eine Faltung, die ist relativ jung, da sind wir wieder bei 20 bis 30 Millionen Jahre alt. Und aus den Anden bekommen wir vor allem den Smaragd von Kolumbien und von Brasilien. Und dann gibt es halt noch vereinzelte Geschichten wie Saphir, ein bisschen was in winzigen Mengen in den USA, Saphir in schlechter Qualität in Australien. Ja, und dann halt noch verstreut ein bisschen Diamant. Russland fällt ja aus, weil der Stein ja gebannt ist, zwar noch immer nicht offiziell, aber ja, es wird im Handel so momentan schräg beäugt, wenn man russische Steine hätte. So, nachdem es ein Grundlagen-Webinar ist, hier zu den Lagerstätten. Wir unterscheiden die Art und Weise, wie ein Edelstein gefunden wird, in primäre und sekundäre Lagerstätten. Beginnen wir mit primär. Da ist der Edelstein noch immer im Gestein eingeschlossen. Das heißt, er ist im Gebirge, dort drinnen, wo er entstanden ist. Ich habe euch hier abfotografieren lassen, stammt alles aus unserer eigenen Sammlung. Links eine Stufe Rubin im Muttergestein. Das darf ich jetzt ein bisschen erklären. Unter einer Stufe, das ist ein Fachbegriff, versteht man in der Mineralogie einen Stein, zum Beispiel einen Kristall,
der aufgesetzt ist auf das Muttergestein. Das Weiße, das ihr hier seht, ist Marmor. Das heißt, wir haben hier Rubin, der ist nicht schleifbar, weil er nicht rein genug ist. Aufgesetzt auf Marmor, der kommt jetzt ganz, ganz konkret aus dem Hindukusch in Pakistan. Rechts davon, auf einem dunklen Gestein, auf einem aufschmelzenden Gestein, habt ihr einen Smaragd. Wunderschöner Kristall, also die Steine wachsen wirklich so. Die sind hier nur herauspräpariert aus dem Gestein. Der ist ebenfalls nicht schleifbar, obwohl der schon eine traumhaft schöne Farbe hat, aber er hat zu viele Risse. Der kommt ebenfalls aus dem Himalaya-Gebiet. So sieht das aus, wenn es noch im Gestein drin ist. Also hier muss ich auch die Steine, die Mineralien, die Edelsteine herausholen aus dem Muttergestein. Dann habe ich euch etwas aus meiner Privatsammlung abfotografiert. Einen Saphirkristall, in dem Fall einen gelb-orangen Saphirkristall, der hat in der Realität circa eine Größe von, ich würde sagen, 2 cm, aus Sri Lanka. Der Stein ist jetzt viel, viel älter, weil die Steine aus Sri Lanka älter sind. Der ist ca. 300 Millionen Jahre alt. Das kommt jetzt aus der Gegend von Ratnapuri. Das ist so mittleres, ja, ziemlich zentral-westliches Sri Lanka. Dort ist das Hauptfundgebiet für Saphir. Und dieser Kristall ist jetzt vollständig erhalten. Das ist eine Rarität. Warum? Der Stein ist aus dem Muttergestein heraus, wurde aber von der Natur nicht abgerollt, nicht beschädigt, gar nichts, dass der Kristall vollkommen erhalten. Übrigens, er ist deswegen auch besonders selten, weil Sri Lanka nämlich als Staat den Export von Rohsteinen strikt verbietet. Da steht Gefängnis drauf, wenn man erwischt wird. Den habe ich aber nicht selbst geschmuggelt oder sonst was, sondern habe mir einen Minenbetreiber dann in Europa geschenkt. So, primär. Das heißt, ich habe primär im Gestein drinnen. Rechts, sekundär. Das Gebirge, das den Edelstein hervorbrachte, existiert gar nicht mehr. Die Natur hat es wieder auseinandergezogen, Plattentektonik, Geowissenschaften. Der Edelstein wurde durch Wind und Wasser transportiert. Und was ihr hier seht, jeweils obere Linie, linkes Bild, der gelbe und der blaue Stein, das ist Saphir. Einmal ist er links Gelb-Saphir, einmal ist er rechts Blau-Saphir. Und ihr seht, das ist so ein, das schaut aus wie Glas an einem Strand oder wie ein Bonbon, aber so wird der Stein dann quasi durch das Rollen von der Natur mittransportiert. Also man muss sich das so vorstellen, du hast ein Gebirge, das Gebirge wird auseinandergezogen, diese Steine, über die wir hier sprechen, Saphir, sind unglaublich hart, unglaublich widerstandsfähig, das heißt, denen passiert nichts. Meistens fallen sie dann ins Wasser und werden über die Jahrhunderttausende bis Jahrmillionen durch Wasser transportiert. Durch das Wasser werden sie gerollt, rollen sich an anderen Steinen ab und dadurch entstehen diese sanften Rundungen. Jetzt hat Saphir ein spezifisches Gewicht von 4 Gramm pro Kubikzentimeter. Im Vergleich Quarz, also Bergkristall zum Beispiel, 2,7. Der Großteil der Steine in unseren Flüssen, das ist hier genauso in Europa oder in Asien oder auch in Sri Lanka der Fall, besteht jetzt aus Quarz. Das heißt, der Stein wird gerollt und dadurch, dass er schwerer ist als der Quarz, gelangt er langsam nach unten. Er wandert immer tiefer hinab. Und er reichert sich dann in einer Schicht an, wo die Saphire drinnen liegen. Der Fachbegriff dafür ist eine Seife. Ja, so wie das Ding, mit dem man sich die Hände wäscht. Heißt aber in dem Fall eine Schicht, aus der Edelsteine gewonnen werden können. Das muss man sich dann so vorstellen, der Fluss ist geflossen. Möglicherweise gibt es den Fluss gar nicht mehr, der hat sich auch schon wieder woanders hin verlagert. Aber dort, wo er früher war, dort ist jetzt eine Lehmschicht, eine meistens feuchte Lehmschicht übrig geblieben. Unter der Lehmschicht hast du dann den angereicherten Quarz, also Bergkristall und so weiter. Weil der Quarz auch wieder schwerer ist als der Lehm. Und unter dem Quarz hast du dann auf einmal die Saphire. Und in Sri Lanka wird es bis heute wirklich so gemacht, dass man Rohre, früher hat man Bambus genommen, heute nimmt man Stahl, in den Boden schlägt und sich einfach anschaut, okay, wo, durch welche Schichten schlage ich durch und wo beginnt eine Seife? Eben mit Steinen. Und da kann es sein, dass so eine Seife nur 5 cm stark ist, also eine sehr dünne Schicht, angereicherte Saphire, möglicherweise mit nur kleinen Saphiren, dann ist der Minenbesitzer überhaupt nicht glücklich. Oder eine Seife kann auch bei allergrößtem Glück zum Beispiel einen Meter hoch sein, einen Meter dick sein und möglicherweise große Steine enthalten. Also die ihr hier seht auf den Fotos, sind unglaublich groß. Also das ist, ja, das ist die Spitzenqualität. So, wir kaufen in Sri Lanka direkt von der Mine, von 40 Minen, um es genau zu sagen, kaufen die Spitzenqualität. Ich fliege regelmäßig runter, schaue mir an, was es da gibt, wie es gewonnen wird, etc.
Ja, ein paar Worte noch. Wenn wir zum Gelbsaphir gehen, da habt ihr so ein abgerolltes Ding und aus dem abgerollten Ding wird rechts davon so ein vorgeschliffenes Stück Saphir. Man nennt diesen Prozess von diesem Rohstein zu diesem vorgeschliffenen, noch nicht facettierten Stück lapidieren, ist der Fachbegriff dafür. Das heißt, einmal in eine rohe Form bringen. Dieser Prozess vom Rohstein links zum lapidierten Stein rechts bringt einen Verlust insgesamt von 60 bis 80% des Materials. Das ist also sehr, sehr viel, was hier verloren geht. Und daraus wird dann durch Facettieren das schöne Stück, das ihr unten seht, also Gelbsaphir, Sri Lanka, Golden Yellow ist die höchste Farbe, die beste Farbe, der hat 14 Karat, 1 Karat sind 0,2 Gramm oder anders ausgedrückt, der Stein, den ihr hier seht, der hat rund 2, ja, 2,6 Gramm. Wenn ihr es wissen wollt, wie groß das ist, das sind ungefähr 12 mal 12 Millimeter. Rechts daneben habt ihr einen Blausaphir aus Burma in der allerbesten Farbe. Kleiner natürlich, 5,3 Karat, weil Burma-Saphir viel, viel teurer ist als der Gelbsaphir. Sehr schönes Stück. So, das war mal primär versus sekundär. Dann gibt es ja immer dieses Mysterium der Unzerstörbarkeit von Edelsteinen. Hier haben wir auseinanderzuhalten, einerseits Härte, andererseits Spaltbarkeit, andererseits Sprödigkeit. Härte ist definiert als Widerstand, der einer eindringenden Halbkugel aus Stahl entgegengesetzt wird. Das hat man mal definiert. Dazu gibt es die Mosche Härteskala. Der Herr Mosch hat sich geschrieben MOSH und hat eine Härteskala entwickelt. Und diese Härteskala ist bitte nicht linear, sondern sie ist quadratisch, exponentiell aufgebaut. So ist zum Beispiel Diamant 140 mal härter als Rubin. Und dann gibt es noch Spaltbarkeit versus Sprödigkeit. Spaltbarkeit ist die Fähigkeit eines Steins, sich entlang einer bestimmten Ebene oder Linie in dünnen Schichten zu spalten, also auf Deutsch auseinanderzufallen. Der Diamant zum Beispiel hat absolut perfekte Spaltbarkeit. Das heißt, wenn du einen Diamanten nimmst und du wirfst ihn auf eine Marmorplatte oder auf einen Betonboden und du erwischst genau den Spalt, also die spaltbare Fläche, zerfällt der. Also Diamant kann zerstäuben in grauen Staub. Bedeutet, Diamant ist zwar das härteste Material der Erde, es ist aber perfekt spaltbar, also ich kann ihn zerstören. Dagegen Sprödigkeit ist die Eigenschaft eines Steins, bei dem es plötzlich zu Brüchen ohne erkennbare Verformung kommt. Auf Deutsch, irgendwo bricht ein kleines Eckchen ab. Und das ist jetzt der große Vorteil von Rubin und Saphir. Rubin und Saphir haben überhaupt keine Spaltbarkeit, du kannst sie nicht spalten, sie sind nur ein bisschen spröde. Das heißt, wenn du sagst, ich möchte mein Investment als Schmuck tragen, dann bitte Rubin, Saphir. Warum? Weil eben fast unzerstörbar. Das ist die Wichtigkeit. Also daher, das wollte ich auch rausarbeiten, Diamant versus Rubin, Saphir. Wir verkaufen alle Edelsteine mit internationalen Zertifikaten. Was ihr hier seht, ist Gübelin in der Schweiz, ganz, ganz hoch angesehen, eines der Top-Institute. Diese Zertifikate geben dir die vier Cs, Carat, das Gewicht, Color, die Farbe, Clarity, die Reinheit und Cut, den Schliff. Dann das Herkunftsland und eine etwaige Behandlung. Behandlung kommt noch. Da geht es auch natürlich um ethischen Bergbau. Es geht darum, wie selten ist der Edelstein. Das Zertifikat dient zur Wertbeurteilung. Ich kann damit Einschlüsse, Bildungsbedingungen des Steins rückverfolgen. Und ich habe hier die wichtigsten Zertifikate hingeschrieben. Das teuerste Zertifikat, das machen wir bitte aber auch erst ab 30.000 Euro Steinwert, ist Schweizer Stiftung Edelsteinforschung, SSF. Ich habe dort meine eigene Ausbildung gemacht. Warum machen wir das erst ab 30.000? Naja, die verrechnen uns 1.000, 1.200 Euro für ein Zertifikat. Dann Gübelin, bisschen günstiger, die kosten 700 Euro. GIA steht für Gemological Institute of America und ist nur für Diamanten wichtig. Bei Farbsteinen sind sie nicht gut. Und GRS, Gemological, Gem Research Swiss Lab, sorry, in Luzern ebenfalls sehr gut. So. Jetzt kommen wir zu einem Punkt, den wir noch nicht angesprochen haben und deswegen heißt meine Firma auch The Natural Gem. Natural deswegen, weil wir Steine verkaufen, die nicht in Farbe und Reinheit von Menschen verändert wurden. Es gibt die Geschichte, dass das erste Mal um Christi Geburt, also das Jahr Null im Römischen Reich, die Nachfrage nach sogenannten schönen Edelsteinen höher war als das, was die Natur angeliefert hat. Da gibt es eine weitere Geschichte. Irgendjemand kam auf die Idee, einen Rubin und einen Saphir in einen Lehmofen zu legen, auf 1700 Grad zu erhitzen. Und aufgrund dessen kann sich, nicht muss sich, die Reinheit
und oder die Farbe verbessern. Meine Firma heißt jetzt deswegen The Natural Gem, weil wir nur Steine handeln, die so schön sind, dass sie in der Erde gefunden werden, geschliffen werden, zertifiziert werden und verkauft werden. Das heißt, wir verkaufen keine Steine, die in der Farbe verändert sind oder in der Reinheit verändert sind. Und nur 3% aller Edelsteine in der Natur sind Naturfarben unbehandelt und aufgrund ihrer Seltenheit eignen sie sich dann als Investment. Ich habe das Ganze erstmals umgesetzt im Jahre 2008, da hatte ich meinen ersten wirklich großen Investmentkunden, der kam und sagte, worin soll ich investieren? Und ich bin damals auf diese Idee gekommen, ihm Naturfarbe zu verkaufen. In Zusammenarbeit mit der indischen Großhandelsfamilie, mit der ich jetzt ja, 32 Jahre zusammenarbeite. Und ich hatte großes Glück, ab 2010 haben alle großen Auktionshäuser der Erde, wirklich alle, auf einmal begonnen, ihre Ware komplett zu differenzieren in behandelt. Das ist der ganz normale Schmuckmarkt. Also wenn du zum Juwelier gehst, ist die Wahrscheinlichkeit, dass du Rubin und Saphir gebrannt, also behandelt kaufst, fast 100%. Und wir handeln eben Naturfarbe unbehandelt, weil seltener, weil teurer und weil schneller im Wert steigend. Ich habe es schon ein bisschen erwähnt, die Edelsteine nach Mineralgruppen, Korund, darunter fällt Rubin und Saphir. Links habt ihr den roten Rubin. Man hat sich vor ein paar hundert Jahren schon darauf geeinigt, dass Rubin immer rot ist, das heißt, die braucht die Farbe nicht dazu sagen. Und Saphir rechts, beim Saphir, da kann jede Farbe wirklich von weiß bis schwarz annehmen und alles dazwischen, muss ich die Farbe dazu sagen. Gelber Saphir, blauer Saphir. Dann rechts davon die Beryl-Gruppe, berühmtester Vertreter ist der Smaragd. Das, was man vielleicht auch noch kennt, ist Aquamarin. Da gibt es einen Stein, der heißt Morganit. Der ist benannt nach J.P. Morgan, dem Gründer der gleichnamigen Bank. Kaum jemand weiß, dass er einer der größten Edelsteinsammler aller Zeiten war. Er hat Edelsteine geliebt und auch drin investiert. Das wäre dieser rosa Stein auf der ganz rechten Seite. Und dann gibt es noch Goshenit, nach einem Herrn benannt, Goshen, Mr. Goshen. Der ist ein weißer Beryl, hat jetzt für Investment keine Bedeutung, aber sagen wir es dazu. Dann gibt es die Spinel-Gruppe links unten. Die hat man, ihr seht es an der Farbe, Jahrhunderte bis Jahrtausende lang mit dem Rubin oben verwechselt. Noch dazu das Problem, dass die in den gleichen Lagerstätten vorkommen, nebeneinander. Und ein kleines Bonmot am Rande zur Krönung von König Charles, der hatte dort die Krone getragen, die State Crown. Und da ist der Prince Edward's Ruby mit 132 Karat Gewicht, also 25 Gramm, ein rohpolierter Anführungszeichen Rubin drinnen. Die Windsors wurden hier ein bisschen, denen wurde was Falsches verkauft, der Prince Edward's Ruby ist nämlich kein Rubin, er ist ein Spinel. Wir können heute die beiden, Korund und Spinel, eindeutig auseinanderhalten. Die Fachleute unter euch, Spinel ist einfach lichtbrechend, also wenn ich einen Lichtstrahl durchschicke, kommt hinten eine Linie raus, Rubin kommen hinten zwei Linien raus, weil er doppellichtbrechend ist, das heißt, man kann es hundertprozentig auseinanderhalten. Nächste Gruppe, der Topaz. Kleine Anmerkung, kleine Warnung. Wenn ihr zum Juwelier da gibt es diesen schönen blauen Topaz, der heißt London Blue. Den gibt es in der Natur überhaupt nicht. Das ist ein typisches Produkt, der entsteht nur durch Radioaktivität. Das heißt, das ist radioaktiv bestrahlter Topaz. Wir verkaufen nur naturfarbenen Topaz. Und ihr seht, das sind diese bräunlichen, rosatöne. Manchmal kann es auch weiß werden. Das ist Topaz in Naturfarbe. Und unten habt ihr Diamant und Farbdiamant. Der normale Diamant ist weiß, Farbdiamant gibt es in jeder Farbe, das heißt, das macht die Natur selber, von Gelb, Grün, Blau. Und wir werden zu jeder dieser Mineralgruppen, ich habe es schon gesagt, vor allem zu Korund und Beryl, Sergio hat es erwähnt, ein eigenes Webinar machen. Die Qualität von Farbedelsteinen bestimmt sich dadurch, dass er Naturfarbe hat, selbstverständlich durch das Gewicht, die Reinheit, die Herkunft, Schliff und die Ölung beim Smaragd, dazu mehr im Webinar zum Smaragd. Und ganz wichtig, der Edelstein soll leben. Das heißt, du legst ihn auf die Hand und es soll ein rein subjektiver Wow-Effekt entstehen. Wow, ist das schön. Jetzt kann man sagen, naja, warum ist wichtig, dass ein Investmentprodukt schön ist? Die Antwort ist ganz einfach. Der von dir kaufen wird, wenn du verkaufen willst, ist ein Mensch, der ebenfalls mit den Augen kauft. Etwas, das lebhaft ist, etwas, das leuchtet, etwas, das schön ist, verkauft sich bei weitem leichter als ein stumpfer Stein. Es gibt von diesen stumpfen Steinen auf Katawiki und wie diese ganzen eBay, Etsy und wie diese ganzen Plattformen heißen, so viele. Schau mal gerne durch, mach den Vergleich, schau dir die Steine an, die sind stumpf zu einem größten Teil, die funkeln nicht. Und wir nennen eben, wenn so einen Edelstein wirklich funkelt, nennen wir das, er soll leben. Funkeln, Licht zurückstrahlen.
Rubin und Saphir, ich sagte es schon, sind das gleiche. Ihr habt hier Beststeine auf der rechten Seite. Wie gesagt, es gibt dazu ein eigenes Fachwebinar, da möchte ich jetzt gar nicht drauf eingehen. Alle diese Steine übrigens, Sergio wird dann noch später den Link zu unserer Homepage einblenden. Wir schönen keine Fotos, die Fotos sind genauso gemacht, wie der Stein ist. Wir verändern keine Farbe, auch bei den Fotos nicht, wir nehmen keine Einschlüsse raus. Alle diese Steine hatten wir wirklich, die auf der rechten Seite sind, und sie sind alle verkauft zu 100% schon. Das gleiche bei Smaragd und anderen Beryl. Auch dazu gibt es ein eigenes Webinar. Die Geschichte mit JP Morgan habe ich bereits erzählt. Ja, etwas Wichtiges noch, die Behandlung von Edelsteinen. Ich habe es schon erwähnt. Die berühmteste Behandlung ist das Erhitzen, das heißt je nach Edelstein das Erhitzen auf 400, 800 oder 1700 Grad und dadurch die Hoffnung, Reinheit und oder Farbe zu verbessern. Wenn du zu einem Juwelier gehst und du kaufst einen Edelstein, dann sollte dir der Juwelier es sagen, wenn der Stein erhitzt ist. Sie tun es meistens nicht, aber er sollte. Und dann beginnen die beiden Schweinereien, die hoffentlich in Europa kein Juwelier jemals und kein Edelsteinhändler verkaufen wird. Das erste ist das Rissfüllen. Es gibt Edelsteine, vor allem Rubine, die sind so rissig, dass sie in Wahrheit völlig unattraktiv fürs menschliche Auge sind. Und man ist irgendwann draufgekommen, dass Bleiglas, das bei großer Hitze mit großem Druck eingepresst wird in den Stein, die Fissuren, das ist das, diese Risse im Stein, mit Bleiglas ausfüllt. Und für das menschliche Auge wird der Stein auf einmal schön und rein. Das sind all jene Steine. Diese Industrie existiert und ich warne dich davor. Sie existiert für die Touristen in Sri Lanka, Indien, Hongkong, Singapur. Das sind die Steine, wo da jemand am Strand nachläuft und auf einmal sagt, I have a very nice ruby, very nice ruby, only for you, $5,000. Ja, jetzt habe ich eine Frage. Der läuft ihm in einem 10-Karat-Rubin nach, von dem er von dir 5.000 US-Dollar möchte. Wenn er einen 10-Karäter Rubin hätte und der wäre echt und wirklich schön, würde ich ihm momentan dafür zwischen 800.000 und 1 Million Euro geben. Warum sollte er am Strand mit einem echten Stein herumlaufen, den er jeden Edelsteinhändler, der seriös ist auf der Erde, um viel Geld verkaufen kann? Das heißt, das eigene Industrie, Hände weg davon. Dritter Punkt, radioaktives Bestrahlen. Man bestrahlt unter anderem Diamant, man bestrahlt Topas, man bestrahlt teilweise Morganit, man bestrahlt Aquamarin, man bestrahlt Amethyst. Alles das verändert die Farbe durch die Strahlung. Das muss dem Kunden mitgeteilt werden, wird aber nicht gemacht. Und noch etwas Wichtiges, Schleifen ist keine Behandlung, sondern Veredelung. Das heißt, alle unsere Steine, die wir verkaufen, sind geschliffen. Zur Wertentwicklung gibt es dann auch ein eigenes Webinar wahrscheinlich, oder haben wir schon eines gemacht. Beim Rubin, oberste rote Linie, hat sich der Preis seit 1995 verzwölffacht, beim Saphir versechs- oder achtfacht, beim Smaragd vervierfacht, das ist die grüne Linie, und beim Diamanten, das sind die schwarzen Linien, leider nur verdoppelt. Ihr habt jetzt damit den Grund, warum wir Diamanten nicht als erstes für ein Investment propagieren. Wir verkaufen selbstverständlich Diamant, wenn das jemand möchte, aber es ist nicht unsere erste Wahl, außer du denkst wirklich sehr langfristig. Das ist der Grund, warum wir Richtung Rubin, Saphir und Smaragd gehen.